Grüß Gott aus Brand Village, der Stadt der Marken, der Markenrechte und der Domains. Heute wieder mit unseren beliebten Markennachrichten. Und da habe ich genau drei Stück für euch und ich halte sie auch kurz. Und dann sind wir auch schnell durch. Also, los geht's. Nummer 1. Dirk Nowitzki wird Markenbotschafter der Lufthansa. So vermeldet es die Lufthansa, dass sie nämlich mit dem Basketballstar Dirk Nowitzki zusammenarbeitet. Und es wird eine neue Kampagne geben, die in Kürze in den USA startet und in den kommenden Monaten auch in Deutschland zu sehen sein wird. Ich verlinke euch das Video, das es schon auf YouTube gibt. Und Dirk Nowitzki schläft im Flieger, wahrscheinlich in der Business Class, wie auch immer, mit ausgestreckten Beinen, also scheint viel Platz zu sein. Dann gehen wir zur zweiten Nachricht und zwar, die kommt von Gerold Steiner und Wacken. Gerold Steiner ist Sponsor des Open Air Wacken Festivals. Sorry, dass ich da einen Moment nachdenken musste, wie ich das formuliere. Wacken kennen wir alle. Und Gerold Steiner Mineralwasser kommt aus der Vulkaneifel und ist fest etabliert auf dem Heavy Metal Festival Wacken. Und dann wollen wir es packen und kommen mal schnell zur dritten Nachricht, nämlich Mitsubishi ist Mobilitätspartner der Basketball-Bundesliga. Offizieller Mobilitätspartner, wie es hier so schön heißt, der Easy Credit Basketball-Bundesliga und zwar bis Ende 2027. Die Vereinbarung umfasst auch die Play-In- und Play-Off-Spiele sowie die Begegnung im BBL-Pokal. So, damit sind wir schon durch, wie versprochen. Wir haben drei interessante Markennachrichten. Ihr lasst mir schnell noch einen Daumen hoch da, abonniert meinen Kanal und ich werde alles hier unten drunter verlinken, dass ihr den direkten Zugang findet. Und dann hören wir uns und sehen wir uns sicher morgen wieder, denn ihr wisst, meine Videos kommen regelmäßig, täglich und natürlich auch morgen wieder. Also, bis denn. Servus!